Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Arbeit nervt Box von Deichkind. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Arbeit nervt von Deichkind, das Ganze aus dem Jahr 2008. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das vierte Album von Deichkind, das erste Album, das auch als Box erschienen ist. Wir haben hier eine recht ungewöhnliche Box, rein so vom Format, von der Gestaltung her. Wir haben hier eine Pappbox und hier ist unter anderem das Album in diese Box eingespannt. Hier unten lesen wir einmal Limitierte Deluxe Fanbox, das Album Bonus-DVD Tourette de Mar, inklusive exklusivem Live-Material und streng limitiertem Arbeit nervt T-Shirt. Dann haben wir noch einen weiteren Sticker, der gehört aber zum Album, der ist unter dieser Folie. Deswegen würde ich sagen, wir machen mal die Folie ab und schauen uns das Ganze dann im Detail an. So, einmal hier aufschneiden. So. Also, wie wir auf den ersten Blick erkennen können, ist diese Box leider nicht die stabilste, denn sie besteht wirklich nur aus ganz einfacher Pappe. Deswegen hat sie auch schon die ein oder andere Macke. Allerdings, wenn man bedenkt, das Ganze ist schon 11 Jahre alt, dann ist das eigentlich noch ein ziemlich guter Zustand. So, das Album machen wir mal raus und wir schauen uns mal die Box an. Hier oben lesen wir Deichkind, Arbeit nervt, Super Deluxe Box. Dann haben wir hier eine Friedenstaube, die scheinbar hier ja, gerade abfackelt, gerade Feuer gefangen hat. Hier unten dann das, was ich euch schon vorgelesen habe, plus auf der linken Seite haben wir einmal das Shirt abgebildet und ein M. Also das Shirt ist in diesem Fall in M. Wie ihr wisst, bevorzuge ich die Shirts immer in M. Dann haben wir hier Beteiligte und einen Barcode. Hier oben lesen wir auch nochmal Deichkind, Arbeit nervt. Das Ganze dann auf der linken Seite auch nochmal, Deichkind Arbeit nervt, Super Deluxe Box und hier oben auch nochmal die Info zum Inhalt. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Ganze lässt sich oben und unten öffnen. Wir haben hier hinten auch noch ein Sichtfenster. Hier sehen wir den Inhalt und zwar dieses Shirt. So, und jetzt ist das Ganze auch schon leer. Dann machen wir den Deckel hier oben wieder rein. Packen zu. So. Und kommen zum Album, das hier noch in Folie ist. Bevor wir die Folie abnehmen, auch hier noch ein Sticker, den wir uns kurz anschauen. Special Edition inklusive Bonus-DVD Tourette Mar. Ein Film von Deichkind und Sven Dunker. So, das haben wir auch zur Kenntnis genommen. Dann holen wir auch das hier mal aus der Folie. Ist auf jeden Fall ziemlich dick, das Album. Das kann man schon mal sagen. So. Und wir haben hier mal wieder ein Digipack. Von der Optik her in so einem matten gehalten, also in so einem matten Digipack. Das glänzt jetzt nicht allzu sehr, sondern es ist wirklich so auch etwas rauer von der Oberfläche. Hier lesen wir wieder Deichkind, Arbeit nervt und dann haben wir hier das Cover, eine Person, ein Gesicht, eventuell tot oder eventuell am Schlafen, man weiß es nicht so genau, auf jeden Fall ziemlich heftig verunstaltet, also angemalt das Gesicht hier, grün, blau, rot, dann haben wir hier diverse Zeichen, hier wurde unter anderem dann auch auf der Wange Tic-Tac-Toe gespielt, also dieser Person wurde echt hier einiges angetan, goldenen Rahmen rundum. Auf der Seite lesen wir wieder Deichkind, Arbeit nervt. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist, 14 Stück sind es geworden. Wir haben hier Skits, okay, ich dachte schon, es wären Features, nein, Features wurden hier keine vermerkt. Wir haben 2 der 14 mit Skit vermerkt. Dann haben wir noch die Bonus-DVD Tourette de Mar, oben rechts Barcode und darunter die Beteiligten. Und, das ist besonders spannend, denn auf der Box
Habe ich den nicht gesehen? Einen FSK 16 Hinweis. Das sieht man selten. Ah doch, jetzt sehe ich gerade. Hier bei der Box war auch ein FSK 16 Hinweis. Recht klein. Habe ich scheinbar übersehen. Okay. So, dann schauen wir mal hinein. Hier kommt mir schon das Booklet entgegen. Warum? Das ist hier nur in so einer Stecktasche. Wir schauen uns mal das Booklet an. Hier haben wir eine Pyramide, eine verdunkelte Sonne und hier wieder die Friedenstaube mit Feuer. Jawohl, das gefällt mir schon mal gut. Wir haben hier die Infos zu den einzelnen Tracks. Beziehungsweise, ich dachte jetzt kurz, das wären die Lyrics, aber nein, es sind scheinbar Infos oder Hintergrund zu den Tracks. Wir haben hier unter anderem Hovercraft. Was lesen wir hier? Habe ich natürlich nur im Fernsehen gelesen. Blutorgel von John Sinclair ist ja ganz gut und Butterfart of the Devil. Positiv, Hoffnung und so. Peace out, Alter. Ja, also spannende Infos zu den einzelnen Tracks. Das Ganze hier dann immer unterbrochen von Fotografien und Grafiken. Ja, in meinen Augen ein sehr verstörendes Booklet. Aber so kennt man die Herrschaften. Weitere Fotos. Wilde Outfits, wilder Gesichtsschmuck. Und zum Abschluss haben wir dann noch die Credits zum Album bzw. auch zur DVD. Gut. So sieht das aus. So, dann packen wir das Ganze wieder zurück. Wie gesagt, wir haben hier so eine kleine Stecktasche, so ein kleines Fach, in dem das Ganze hier Platz findet. Dann haben wir hier wieder eine wilde, bunte Zeichnung. So, jetzt hatte ich kurz einen Schock und dachte, die DVD würde fehlen, obwohl das Ganze ja eingeschweißt war. Nein, die DVD ist hier nur rausgerutscht und hier auf der CD gelegen. So, wir haben hier einmal das Album. Das ist hier in schwarz und so einem, hoppala, in so einem Gold- bzw. Orangeton gehalten. Hier haben wir dann DK, also die beiden Buchstaben Deichkind, DK. Hier lesen wir auch wieder Deichkind, Arbeit nervt. So sieht das aus. Rückseite in schwarz gehalten. Und dann haben wir die DVD rechts davon. Wie gesagt, die DVD ist ab 16 und hier haben wir auch wieder das DK-Logo, allerdings in blau. So, das also zum Album und zur DVD. Das Ganze, wie gesagt, im Digipack. Und dann haben wir, wie so oft, ein Shirt mit dabei. So, das Shirt in schwarz gehalten. Hier in der Mitte haben wir hier, sieht man nach der Dornenkrone aus, die damals Jesus getragen hat und auch diese blutige Hand erinnert mich sehr stark so an die Bibel und die Kreuzigung von Jesus. Hier oben dann wieder die brennende Friedenstaube, der Albumtitel und der Name der Band. Auf der Rückseite in schwarz, also hier ist kein Aufdruck oder irgendwas weiter zu sehen. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Steadman Comfort in der Größe M. Das Ganze ist 100% Baumwolle und jetzt steht hier nicht, wo das Ganze hergestellt ist. Eventuell haben wir hier unten noch einen Zettel. Nein, sieht nicht so aus. Okay, ja. Grüße gehen raus, unbekannterweise. Keine Ahnung, wo dieses Shirt hergestellt wurde. Und zum Abschluss fasse ich noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe M. Sowie natürlich das Album inklusive DVD. 14 Tracks auf dem Album inklusive der Bonus-DVD hier im Digipack. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Arbeit nervt von Deichkind
Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Deichkind unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.